an einem schönen Sommermorgen. Wohlig reckte sich der alte Turm im hellen Sonnenlicht und strahlend klang von seiner Spitze ein wunderschönes Lied dem neuen Tag entgegen. Waren es, die seit vielen Jahren in einer winzigen Stube unter dem Turmdach zusammen lebten und musizierten. Eine Trompete, zwei Hörner, eine Posaune und die große Tuba. Trompete war die kleinste und lustigste in dieser Familie, freilich manchmal ein wenig frech und vorlaut. Wisst ihr was? Schmetterte sie an jenem Morgen ihren Freunden entgegen. Manchmal finde ich es ziemlich langweilig in dieser Turmstube. Wann erfährt man hier schon mal etwas Neues? Kindskopf, schalt die Posaune. Sie war größer und viel vernünftiger als die Trompete, wie man schon an ihrer Stimme hörte. Sei nicht so naseweiß. Oder ist es dir zu Kopf gestiegen, dass wir dich immer die erste Stimme spielen lassen? Freilich ist es einsam hier oben. Und wenn ich so an früher denke. Die Posaune war nämlich vor Jahren Mitglied eines berühmten Orchesters gewesen und hatte der kleinen, unerfahrenen Trompete schon oft von ihren damaligen Bekannten den sanften Streichinstrumenten und den energischen Trommeln und Pauken von den vergnügten Holzblasinstrumenten und anderen Orchestermitgliedern berichtet. Doch während die Posaune noch schwärmte von ihren glanzvollen Konzerten, schwatzte die Trompete ganz ungeniert dazwischen. Was nützen mir deine schönsten Geschichten, liebe Posaune, meinte sie. Du hast mir deine lieben alten Bekannten schon so oft beschrieben, dass ich sie sicher auf den ersten Blick erkennen würde, wenn ich endlich einmal mit ihnen zusammenkäme. Ach, ich möchte sie so gern richtig kennenlernen und am liebsten mit ihnen allen musizieren. Wir möchten in den Wald, den grünen, grünen Wald, riefen die beiden Hörner dazwischen. Sie waren Geschwister und beinahe unzertrennlich. Ihre Familie war ursprünglich im Wald zu Hause und das konnte man ganz deutlich aus ihrem Liede hören. Aber dass die beiden Waldhörner seit vielen Jahren keinen einzigen Baum von nahem gesehen hatten, das war eigentlich ein wenig traurig. Und nun hört auf, rief die große Tuba ihre Freunde zur Ordnung. Es ist gleich 6, wir wollen weiterspielen. Klang von neuem das lustige Morgenlied der Blechblasinstrumente. Nur die kleine Trompete. Nein, die war gar nicht recht bei der Sache. Oh weh, das war ihr wirklich lange nicht passiert. Und dann wurde sie schneller und immer schneller, als liefe sie hinter ihren Träumen und Wünschen einher in die weite Welt hinaus. Uff, schnaufte die Tuba. Was jagst du uns so, du kleines, wildes Ding? Da geht einem ja die Puste aus.
Dankeschön, liebe Nachbarin Turmuhr, dachten jetzt alle. Denn solange ihre Schläge dröhnend den alten Turm erfüllten, hatten die Musikanten Pause. Fangen wir wieder an, sagte die Tuba, die sich inzwischen wieder erholt hatte. Die beiden Hörner und die Posaune fielen mit ein. Aber wo blieb die erste Stimme? Die Tuba blickte sich um. Halt! Die Trompete ist verschwunden. Und nun liefen alle durcheinander. Oh weh, sie ist uns ausgerissen. Was fangen wir ohne Trompete an? Und was hier unterwegs alles passieren kann? Wir werden sie halt suchen müssen. Und so begaben sich die Blechblasinstrumente auf die Suche nach der kleinen, abenteuerlustigen Trompete. Den Hörnern legte sich die Aufregung ein wenig auf die Stimme und die Posaune wäre beinahe die steile Wendeltreppe hinabgerutscht. Doch im Grunde genommen war jeder von ihnen froh, bei dieser Gelegenheit endlich einmal aus der Enge der Turmstube herauszukommen. Die kleine Trompete aber war inzwischen schon weit vorangekommen. Unternehmungslustig marschierte sie los, immer der Nase nach. Nein, eigentlich immer den Ohren nach. Denn sie lief genau in jene Richtung, aus der eine wunderschöne Musik zu hören war. Es klang freilich anders als das Schmettern der Turmmusik. Und die kleine Trompete dachte angestrengt darüber nach, welche Bekannten der Posaune dies wohl sein könnten. Nun schien sie am Ziel zu sein. Sie stand vor einem prächtigen Garten und schaute neugierig über den Zaun. Diese Familie kannte die kleine Trompete aus den Erzählungen der Posaune. Nicht aus Messing wie sie selbst, sondern aus braunem, glänzendem Holz waren diese Instrumente. Sie besaßen vier Saiten und brauchten einen Bogen zum Musizieren. Das müssen die Streichinstrumente sein, vermutete unsere Trompete. Und um sie nun alle persönlich kennenzulernen, sprang sie kurz entschlossen über den Gartenzaun und schmetterte fröhlich ihr Guten Morgen. Erschrocken verstummten die Streichinstrumente. Warum störst du uns beim Spielen? Fragte eine kleine Violine. Schau, liebe Trompete, wir freuen uns über deinen Besuch, aber stören darfst du uns nicht, denn wir müssen noch für ein Konzert üben, das wir heute Abend geben.
Verzeiht, ich wollte euch nicht stören, rief die Trompete mit heller Stimme. Aber ich darf doch noch ein bisschen zuhören, setzte sie behutsam und viel leiser hinzu. Da gab die kleine Violine ein Zeichen. Lasst hören, ob ihr nach diesem Schreck noch gut bei Stimme seid. Und sie gab den anderen den Ton an. Zuerst probierten die Violinen. Sie waren die kleinsten der Familie und konnten am höchsten singen. So, und nun einmal die Bratschen. Die Bratschen waren ein wenig größer als ihre Schwestern, die Violinen, und hatten, wie unsere Trompete gleich erkannte, etwas tiefere Stimmen. Nach den tiefsten Tönen der Bratschen richtete sich nun jedes einzelne Cello. Erschrocken die kleine Trompete. Belustigt kicherten die Bratschen und ihre kleinen Schwestern. Das war nur ein Spaß, erklärte freundlich einer der großen Kontrabässe. Das waren wir. Und dann probierten auch noch die Kontrabässe für sich. Alles in Ordnung, riefen sie. Nun, wir können beginnen. Wer hat da zuletzt gespielt? Fragte die Trompete erstaunt. Die Harfe, eine entfernte Verwandte von uns. Sie hat auch Saiten, aber die werden nur gezupft. Pass mal auf. So. Ach, das könnt ihr auch, verwunderte sich die kleine Trompete. Ja, aber wir zupfen die Saiten nur ab und zu, während sie die Harfe und ihre Verwandten immer so erklingen lassen. Deshalb heißen sie ja auch die Zupfinstrumente, im Gegensatz zu uns Streichinstrumenten. Sie sitzen dort hinter der Brombeerhecke. Vorsichtig schlich sich die Trompete dorthin und lugte neugierig zwischen den Blättern hindurch. Da saß goldglänzend und majestätisch die Harfe, mit so vielen Saiten bespannt, dass man sie auf den ersten Blick gar nicht zählen konnte. Sie unterhielt sich mit der Gitarre. Deren Stimme klang zarter. Und sie hatte auch nur 6 Saiten.
Aber wenn man ihnen zuhörte, musste man jeden auf seine Art gern haben. Mischte sich in ihre Unterhaltung plötzlich ein drittes Instrument. Ein ulkiges, kleines Ding, gar nicht groß, mit rundem Bäuchlein. Erzähl ganz schnell, Cousine Mandoline, riefen Harfe und Gitarre. Warum hast du dich verspätet? Und nun unterhielt man sich zu dritt. Der Bericht der lustigen Mandoline erinnert unsere Trompete irgendwie an ihre alten Freunde. Ob sie wohl auf der Suche waren nach ihr? Leise zog sie sich zurück und blies ihr Liedchen, aber nur gedämpft, um die Unterhaltung der anderen nicht zu stören. Hinter den Gärten begann der Wald. Und unter seinen Bäumen war ein lustiges Spiel im Gang. Klarinetten, Oboe und zwei Flöten spielten Haschen. Doch wen fingen sie? Das Fagott. Natürlich immer das Fagott. Was konnte es dafür, dass es nicht so schnell laufen konnte? Lasst mich doch mitspielen, rief laut die Trompete. Jubelnd wurde sie von den Holzblasinstrumenten begrüßt. Aber nicht mehr Haschen spielen, bat das Fagott. Wie wär's mit einem Rundgesang? Dabei kann jeder zeigen, was er kann. Und man darf sich zwischendurch auch einmal ausruhen. Oh ja, riefen alle wie aus einem Mund. Unser Gast soll beginnen. Der kleinen und der großen Flöte gefiel diese Melodie. Lustig wechselten sie nun einander ab. Auch die beiden nächsten Instrumente waren Geschwister wie die Flöten. Oboe und das Englischhorn. Wo bleiben die Nächsten in unserem Rundgesang, rief das Fagott. Überstürzt begann die Klarinette. A
Aber die Bassklarinette unterbrach sie, denn eigentlich wollten die Klarinettengeschwister etwas ganz anderes vortragen. Ja, jetzt war es richtig. Bravo, bravo, rief das Fagott. Aber du bist ja auch noch dran. Na bitte. Nun aber genug, rief die Trompete. Jetzt kenne ich euch alle recht gut. Spielen wir etwas anderes. Und irgendjemand kam auf die Idee, um die Wette zu laufen. Die Trompete blies mit geschlossenen Augen ein schmetterndes Startsignal. Doch als sie absetzte, waren die anderen schon längst auf und davon, sodass der armen Trompete nichts übrig blieb, als ziemlich atemlos hinterher zu jagen. Das Fagott überholte sie bald. Von den übrigen fehlte jede Spur. Nur die kleine Flöte hörte man von weit her noch trällern. Oje, ganz müde und abgehetzt, ließ sich die Trompete ins Moos fallen und holte tief Luft. Nun saß sie ganz alleine im Wald. Ein Vöglein pfiff über ihr in den Zweigen. War sie etwa die ganze Zeit diesem Vogel hinterhergelaufen? Die Trompete wusste es nicht. Traurig saß sie unter den Bäumen und dachte an ihre alten Freunde. Wenn sie jetzt kämen, um sie mitzunehmen, wie wäre sie froh? Aber ringsum war alles still. Wirklich? Nein, man konnte ein fernes Dröhnen vernehmen, das allmählich näher kam. Was war das? Kam da ein Gewitter auf? Oder was dröhnt sonst so? Blitzschnell kletterte die Trompete auf den nächsten Baum und schaute über die Wipfel. Gar nicht weit von hier war der Wald zu Ende und an seinem Rande kam auf einer Straße ein lustiger Zug von Musikanten dahermarschiert. Wer mochten sie sein? Eilig rutschte die Trompete vom Baum wieder herab und lief den Musikanten entgegen. Da der Waldrand und die Straße und da kamen sie auch schon, die Schlaginstrumente. Ganz, ganz vorn ging das Triangel und grüßte freundlich zur Trompete herüber. Seite an Seite marschierten die kleine und die große Trommel und wirbelten eifrig mit ihren Schlägeln. Die Pauken kamen danach. Sie konnten nicht nur schnarren und dröhnen wie ihre Vorgänger, sondern richtige Töne von sich geben. Das gefiel unserer kleinen Trompete. Darf ich mitkommen? Rief sie den Schlaginstrumenten zu. Immer mit, aber schön im gleichen Schritt. Wie
schwingten die Becken und nahmen die Trompete mit in ihren Zug. Das Triangel von vorn gelaufen. Wartet, wartet doch. Die letzten beiden haben den Anschluss verloren. Alle schauten sich um. Richtig. Da kam noch das Glockenspiel mit seinen vielen blanken Metallplättchen. Und hinter ihm kam eilig das Xylophon, das alle seine Holzstäbe lustig durcheinander klapperten. Nun sind wir alle zusammen, dröhnten die Pauken. Und jetzt geht's los. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Trompete schmetterte so fröhlich drauf los, dass die blanken Becken vor Freude strahlten. Wo geht ihr überhaupt hin? Erkundigte sich nach einer Weile die Trompete. In die Stadt. In die Stadt. Ja, wir haben ein Konzert. Ja, wir haben ein Konzert. Und als die Trompete fragte, ob sie vielleicht mit dürfe in die Stadt zum Konzert, da waren die anderen sofort einverstanden. Am meisten freute sich die dicke Pauke. Du kommst mit, du kommst mit, rief sie, holte vor lauter Begeisterung immer weiter aus, immer weiter aus. Da war es geschehen. So temperamentvoll hatte die Pauke ihren Schlegel geschwungen, dass er die Trompete aus dem Gleichgewicht brachte. Und da sie zu allem Unglück gerade auf einem schmalen Steg über einem Bach waren, stürzte die arme kleine Trompete kopfüber ins Wasser. Die Schlaginstrumente waren vor Schreck verstummt. Und einer von ihnen zitterte sogar. Doch schon tauchte unsere Trompete wieder auf. Da standen am Ufer vier Saxophone und bogen sich vor Lachen. Ganz krumm gelacht hatten sie sich schon, die Saxophone, bis auf den Allerkleinsten. Helft ihr doch, ach bitte, bitte helft ihr doch, schrie er ganz aufgeregt. Und da die Schlaginstrumente immer noch wie vom Donner gerührt standen, stiegen Altsaxophon und Tenorsaxophon vorsichtig die Uferböschung hinab. Nur die Ruhe bewahren, mahnte das große Baritonsaxophon. Wie ihr seht, ist der Trompete nichts geschehen. Der Bach ist seicht, das Wasser warm, was sollte da ein Bad schon schaden? Behutsam zog man die Trompete an Land. Dankeschön, sagte sie höflich, aber es klang, als hätte sie im Bach einen Frosch verschluckt. Nun kam wieder Leben in die Schlaginstrumente. Die Pauke entschuldigte sich in aller Form. Da die Saxophone auch zur Stadt wollten, zog man nun gemeinsam weiter. Jetzt war die Trompete nicht mehr das einzige Blasinstrument im Zuge. Und wenn sie mit den Saxophonen zusammenspielte, klang das schon recht gut.
Was war das? Linke Hand auf dem Wiesenweg, der einen flachen Hügel herunterkam, näherte sich eine zweite Schar von Musikanten. Schon war die erste Gruppe deutlich zu erkennen. Richtig, es waren die Streichinstrumente. Und gleich dahinter kamen Flöten und Klarinetten, Oboe und Fagott. Ja und Moment, Moment, da war doch noch jemand anderes dabei. Die Posaune, die Hörner und die Tuba, die immer noch ihre kleine Trompete suchten. Nun waren alle heran und man begrüßte sich fröhlich. Ich habe doch eben unsere kleine Trompete gehört, übertönte die Posaune das Geschwirr der anderen Stimmen. Ist sie mit hier oder habe ich mich verirrt? Natürlich, wir haben sie mitgebracht, sagten die Pauken. Doch als man sich nach ihr umsah, war sie nicht zu entdecken. Hier ist sie! Hinter der großen Trommel, rief da die kleine Flöte, denn im Verstecken und Suchen war sie groß. Was machst du für ein klägliches Gesicht, kleine Trompete, sagte die Tuba. Wir sind dir doch gar nicht mehr böse. Richtig glücklich sind wir, jubelte die Posaune. Endlich aus der engen Turmstube heraus und heute Abend, wieder einmal heute Abend, ein großes Konzert. Nun kommt alle mit. Wir können nicht länger warten, drängt die kleine Trommel zum Aufbruch. Und alle marschierten ohne weiteren Aufenthalt zur Stadt. Dieses ereignisreichen Tages standen sie nun alle im hell erleuchteten Konzertsaal. Den großen schwarzen Flügel, der immer dort stand, hatten sie in ihre Mitte genommen. Jetzt schauten sie gespannt auf den Dirigentenstab und begannen zu musizieren. Unsere kleine Trompete ein paar Takte Pause hatte, lauschte sie aufmerksam dem Spiel ihrer Freunde. Nie wieder würde sie ausreißen. Das nahm sie sich in diesem Augenblick fest vor. Ob sie wohl Wort hält? Ihr meint, sie kann nicht ausreißen, weil sie doch auf dieser runden, glänzenden Schallplatte festgehalten ist? Ich bin mir nicht so sicher. Kleine, abenteuerlustige Trompeten können so allerhand.
Am besten ist's, ihr schaut immer wieder einmal nach, ob sie noch da ist.